In der heutigen Folge Neuzugänge haben wir und wir haben außerdem haben wir wieder super top ole ole Preise, nämlich all das und viel mehr nach dem Intro. Viel Spaß! Schönes Hallo an euch da draußen. Ja, mein Urlaub ist leider vorbei. Das erste Neuzugänge-Video neu produziert und ja, es gibt viel zu tun. Lassen wir stehen. Die ersten Neuzugänge sind für die PlayStation 4. Nämlich Mediamarkt hat eine Aktion, also zwei Aktionen eigentlich. Einmal 3 für 49 Euronen und 3 für 79 Euronen. Und ja, ich habe mir 3 Spiele für 49 Euro ausgesucht. Ist einmal das XCOM 2, dann Watch Dogs 2 und einmal Styx 2. Besonders interessiert hat mich Styx. Sieht sehr interessant aus. Was genau man machen muss, ich lese mal vor. Erkundet auf euren lebenswichtigen Missionen mit dem garstigen Goblin Styx allein oder im Koop riesige offene Levels. Schleicht euch an Feinden vorbei oder meuchelt sie und experimentiert mit einer Vielzahl von tödlichen Fähigkeiten. Ja, ich werde mal ein Gameplay dazu online stellen und das war für die PlayStation 4. Dann im selben Mediamarkt habe ich dann noch die Special Edition von Star Wars Erwachen der Macht gefunden für die Wii U, nämlich inklusive Finn Lego Minispielzeug limitiert, solange der Vorrat reicht. Bezahlt habe ich hierfür 10 Euro und habe gesagt, komm, dafür nimmst du es mit. Und ja, Lego, Star Wars sind immer so, ja, ich finde es eigentlich genial, obwohl es eigentlich für so Stöckes so irgendwie frei ab 12 gemacht sind. Aber ja, okay, pipplapapp. Und ja, dann war ich noch auf einem Flohmarkt und habe 2 Spiele für die Wii bekommen. Es ist einmal das Red Steel und einmal Inyamasuma 11 Strikers. Einmal der hier. Gameplay haben wir dann da oben. Ja, dann gibt es noch Neuzugänge für meine Nintendo-Konsolen. Einmal fürs NES und einmal für die Super Nintendo. Ja, für die NES ist es so, ich habe ja mein Ziel, ich habe eigentlich 2 Ziele. Einmal die Bienengräbermission, da werde ich euch im nächsten Video ein Update posten. Und ja, insgesamt möchte ich kein Fullset haben, weil für ein Fullset habe ich eigentlich zu viel Konsolen. Ich meine, wenn ihr euch umschaut, ich werde auch noch eine neue Roomtour online stellen. Ich habe mittlerweile 140 Konsolen inklusive meiner Handheld-Konsolen. Und für alle diese Konsolen irgendwie ein Fullset hinzubekommen, das wäre finanziell nicht machbar für mich. Und so habe ich mich dann entschlossen zu sagen, dass ich für die wichtigsten Konsolen, also wie gesagt, einmal für die ganzen Nintendo-Konsolen, NES, Super NES und Nintendo 64, Wii, Wii U, GameCube und so weiter, mir 100 Titel suchen werde, die mir persönlich gefallen. Und genauso auch dann für Sega Mega Drive, Sega Master System, für die Atari-Konsolen, für PlayStation werde ich je einen Stock haben von 100 bis 110 Spielen,
wo ich persönlich A, eine Beziehung zu habe und B, wo ich sage, das sind Games, die mir richtig gut gefallen. Ja, beim NES habe ich es mit dem Spiel, ich muss mal nachschauen, ja, mit dem Spiel hier jetzt erreicht. Und bei den Super Nintendo-Titeln noch nicht ganz, aber da bin ich auch noch 10 Titel davon entfernt, die 110 voll zu haben. So, genug geredet. Ihr macht euch sicherlich Gedanken, was hat denn der alte Mann für das NES? Was ist das 110. Spiel? Das ist einmal Shadow Warriors, Teil 1 Ninja Gaiden. Für mich eines der besten Spiele, die es auf dem NES gegeben hat. In einem absoluten Top-Zustand, wie ihr seht. Hier ist nichts angeratzt oder so. Es ist complete in Box. Ich habe es aus Spanien bekommen, weil dort war der Preis so, wo ich sagen muss, es ist vertretbar. Ich habe für das Spiel inklusive Porto und Versand 55 € gezahlt. Und ja, das Spiel ist auch bekannt unter dem Titel Ninja Gaiden, kam dort, lasst mich schnell nachschauen, in Japan 1988 auf den Markt. 1991 im August kam dann die PAL-Version raus. Gegeben hat es das Spiel für das NES, für die PC Engine und für das Super Nintendo. Und ja, das Spiel selber ist für mich eines wirklich der besten Titel, die es für das NES gegeben hat, grafisch wie auch von der Spielmechanik her und auch vom Schwierigkeitslevel her. Ihr seht hier schon die ganze Zeit das Gameplay und ja, ich werde versuchen, dieses Spiel mal durchzudaddeln und werde davon ein Let's Play machen. Ja, das war das 110. Spiel. Problem ist, davon gibt es einen zweiten Teil, nämlich Shadow Warriors Teil 2. Und da ich wirklich ein Mensch bin, der an Prinzipien festhält, werde ich wohl eines meiner Spiele verkaufen und dann den Shadow Warrior Teil 2 mir zulegen, weil ich meine, es macht ja irgendwie keinen Sinn, bei 110 aufzuhören. Und wenn du genau weißt, fuck, für den Shadow Warrior, da gibt es noch einen zweiten Teil und den hast du dann nicht in der Sammlung. Somit werde ich mir einen Titel schweren Herzens aussuchen müssen und den dann verkaufen. Ja, wer mich kennt, der weiß, dass ich mich ziemlich schwierig mit sowas tue, auch mit dem Tauschen, weil alles, was ich hier in meiner Sammlung habe, ist wirklich mit Herzblut. Ich habe dafür sehr, sehr lange gebraucht. Klar gibt es einige Konsolen, die hätte ich gerne in einem besseren Zustand, aber ich bin froh, dass ich diese Konsolen überhaupt habe. Und ich tue mich da schon schwierig oder sehr schwer mit Sachen dann herzugeben. Und ja, anyhow. Wir kommen zu dem zweiten Neuzugang für meine Nintendo-Sammlung. Es ist das Goof Troop, einmal hier so Goof Troop. Und ja, ich finde Goof Troop ein absolut süßes Spiel. Und warum ist es bei mir in der Sammlung? A, es war preiswert, aber das ist nicht der Hauptgrund, sondern ich finde die Disney-Spiele richtig genial gemacht. Auch das Goof Troop ist für mich ein absolut genial gemachtes Spiel. Und ja, Goof Troop ist rausgekommen 1993. Und ja, es gibt eigentlich nicht wirklich viel zu sagen, außer dass sie ja mit Goofy und Max Levels durchforsten müsst, Rätsel lösen müsst und das ganze Spiel ist nicht wirklich anspruchsvoll, macht aber dennoch Spaß und ich finde, für 15 € kann man sich's in jede Sammlung reintun und mal anspielen. Wie gesagt, ich finde es einen grandiosen Titel aus dem einfachen Grund,
Es ist ziemlich kurzweilig, macht Spaß und für zwischendurch immer mal gut genug. Neuzugang Nummer 3. Ja, kommen wir zu Neuzugang Nummer 2 für meine Super Nintendo Konsole. Es ist Donkey Kong Country Nummer 3. Ich habe Donkey Kong Country 1, Donkey Kong Country 2 fehlt mir leider. Ich habe es geschossen bei eBay für einen absolut Hammerpreis, nämlich für sagenhafte 30 Euro. Der Zustand ist, hier oben seht ihr einmal, es fehlt was, schwarz angemalt, damit es nicht ganz so auffällt. Und hier oben auch. Dafür ist es aber komplett in Box und wie gesagt für 30 Euro. Da sagt der Onkel Tom natürlich nicht nein. Ja, Donkey Kong Country. Donkey Kong Country ist mit 3,51 Millionen verkauften Titeln auf Platz Nummer 10 der bestverkauften Super Nintendo Titel ever. Und der absolute Spielrekord, das heißt für die Super Nintendo Version der Spielrekord zum Durchspielen des ganzen Spieles, meine Güte, ist das ein langer Satz, ja, liegt bei 3 Stunden und 50 Minuten. Ja, der Spielverlauf ähnelt dem vom Donkey Kong Country Nummer 2 und ich finde die Donkey Kong Country Titel ist wirklich ein absoluter Must-Have-Titel für die Super Nintendo Sammlung, weil es sind 3 wirklich der besten Titel für das Super Nintendo, grafisch, spielerisch und es macht wirklich eine mega Laune, diese Titel zu spielen. Und auch wenn man sie einmal durchgespielt hat, ein Kollege von mir hat alle 3 Titel durchgespielt, er hockt sich heute noch dran und spielt nochmal durch, weil er sagt, ja, ich habe hier jetzt den Bonusraum vergessen und noch nicht alle Münzen eingesammelt. Und es hat einen sehr, sehr hohen Wiederspielwert und wie gesagt, für mich gehören diese Titel in jede Super Nintendo Sammlung rein, natürlich fürs Full Set immer, aber wenn man so beschränkt sammelt wie ich, sprich so sich Limit gesetzt hat, ich möchte nur 110 Titel haben, dann ist das auf jeden Fall ein absoluter Pflichttitel, beziehungsweise die 3 Donkey Kong Country Titel absolut Pflicht. Ja, kommen wir zum letzten Neuzugang für meine Nintendo Sammlung beziehungsweise auch für das heutige Video. Ja, Titel Nummer 3, Top Gear. Ja, ihr seht schon hier oben ein ziemlich ekliger Kleber, den man aber relativ einfach runter bekommt. Ansonsten, ja, ich würde sagen, in einem noch akzeptablen Zustand, complete in Box. Der Preis hier für 17 Euro und Top Gear hat mal nichts mit der Fernsehserie Top Gear zu tun, sondern es ist der erste Teil einer Rennspielserie. Der erste Teil war noch, also hat sich noch quasi in dieser Welt abgespielt. Ziel von dem Spiel ist es relativ einfach zusammengefasst. Ihr müsst der schnellste Racer in der Welt werden und habt dazu ein paar Autos zur Verfügung, die ihr am Anfang des Spieles euch aussuchen könnt, das Auto. Und dann geht's schon los auf die Rennpiste und das war's im Prinzip schon. Von Top Gear gibt es insgesamt 3 Spiele. Das ist das Top Gear ist der erste Teil. Und die anderen 2 Teile sind ziemlich futuristisch. Und die Serie hat einen gewissen Charme. Darf für mich auch in keiner Sammlung fehlen, obwohl es für mich
besseren Titel gibt. Aber wie gesagt, Top Gear 2 und 3 sind vom Setting her dermaßen abgespaced, wo ich sagen muss, ja, allein die Idee verdient Respekt und verlangt es, dass man es in eine Sammlung sich reintut. Rausgekommen ist das Spiel im November 92 auf dem europäischen Markt. Und ja, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Und bevor wir mit dem Test... Mann, warum werfe ich in jeder Folge bis jetzt irgendetwas auf den Boden? Unglaublich, scheint wohl was mit der Schwerkraft zu tun zu haben. Ja, bevor wir zu dem Test... Moment, ich greife da mal runter. Bevor wir zum Test dieser epischen Konsole kommen, ihr seht schon, es ist der absolute Hammer, dass ich diese Konsole hier halten darf. Es ist die verbesserte Version vom Super Nintendo Classic, hast du nicht gesehen, Super Duper NES, Ole Ole, kein Fake Mini. Aber dazu später hinten in der Game-Ecke mehr. Kommen wir zu der Gewinnspielauflösung. Nämlich, ich hatte ja letztes Mal ein Gamescom-T-Shirt, es ist kein Spieleberaterbuch, sondern so alle Spiele für die Nintendo-Konsolen auf einen Blick. Ihr müsst es einfach nur ankreuzen. Und einem Spiel. Und ja, die Gewinner seht ihr wie immer hier unten mit Texteinblendung irgendwie so, damit ich das auch später dann zwischen meinen zwei Fingerchen einblenden kann. Ja, herzlichen Glückwunsch an euch da draußen und es gibt in diesem Video auch was zu gewinnen. Mehr dazu aber dann nach dem Videospiel-Konsolentest. Der Ole Ole, ich bin kein Fake, sondern eine echte Nintendo Classic Mini, kein SNES-Konsole und habe super duper 600 Ole Ole geniale Spiele drauf. Konsole, ja, dazu baue ich ein bisschen um und wir sehen uns da hinten in meiner Game-Ecke. Viel Spaß beim zweiten Teil.